Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir haben einen Einsatz bekommen. Alarm. Ja. Und gehen mal los. Und Leute, ich bin... Ja, egal. Wir haben jetzt erstmal einen Einsatz. Und gehen dorthin. So, hier ist unser PKW. Ja, mein PKW. Steigen erstmal ein. Jetzt erstmal ab zum Gerätehaus. Ach, Mutter. Das war knapp. Oh Mann. Fahren lernen muss ich auch mal wieder machen. Mal schauen, wenn ich Maschinistenausbildung mache. Weil ich freue mich schon, wenn ich fahren darf bald. Ich weiß nicht, was nach Truppmann 1 und Truppmann 2 kommt. Ich will einmal einsteigen. Erstmal Tür auf, einsteigen in die Kach und los geht's gleich. Fährt TLF auch mit? Nee. Warum fährt das TLF nicht mit? Oh. Also wir haben schon wieder einen Containerbrand, wie gesagt. Wie beim letzten Video. Ja, Rauchentwicklungen bestätigt. Bestätiges Feuer. Absitzen. Einmal, okay, okay, erstmal diesen Schlauch, da, erstmal ab, ja, jetzt muss hier erstmal alles aufgebracht werden, ist das, oh, ja, das brennt ordentlich, ordentliches Brennstoff. Ich besorge den Verteiler. Sehr schön. So, einmal der Angriffstrupp. Wassermarsch. Die auch ganz schön und die auch Wolke auch noch. Ist ganz schön heftig.
warum fahren die nicht mit dem TLF raus? B-Schlauch, wo ist denn der B-Schlauch? Hier. Vielleicht ist es beim LF20 Cut-Schutz auch so. Ablegen. Ausrollen. Weil vielleicht ist es beim LF Cut-Schutz so, dass die B-Schläuche hier oben, hier die Schläuche so in Buchten liegen. Das wäre einfacher. Und das hier unten auch. Weil wir haben Beispiel in Erfurt, das HLF machen, kann man hier dieses Ding hier über dem Reifen so runter machen. Ich glaube beim HLF in Barstedt geht das auch so. Dass man das hier runter machen kann. Beim neuen LF vielleicht auch dann. Oder vielleicht bald. Warte mal. Könnte man hingehen. Immer LF 20 hat das ist das Fahrzeug hier. Das hier. Das ist das neue, das wird dann bald das neue LF sein. Sieht ein bisschen aus wie Barschild aus. Vom Katastrophenschutz Thüringen. So, jetzt kommen wir nochmal zum anderen Thema. Jetzt das Ding hier mal zumachen. So, sehr schön. Vielleicht gibt es auch bald hier so, weil ich habe vielleicht gehört, dass hier bald dass hier auch bald eine richtige Polizei gibt, dass man dann auch richtig Polizei machen soll. Ja, jetzt nicht so wie hier in Cobra 11, nicht so, dass ich hier jetzt dann auch reagiere wie in Cobra 11 hier, weil ich gucke ein bisschen zu viel in Cobra 11, ich weiß, aber vielleicht ist dann da auch dann Ausrüstung bei der Polizei dann auch alle aufsitzen können. Oh, okay. So. Oh, warum steige ich denn auch wieder aus? Oh. Los. Momentchen mal, im letzten Video hatten wir doch auch da einen Containerbrand. Ups, da ist so ein bisschen was schief kann, aber ist eigentlich egal, weil die Feuerwehr kommt ja überall hin. Wir sind früher fertig geworden als gedacht. Das ist die Leitstelle hier oder was? Das ist auch ein schickes HLF. Ich habe auch was Geiles, was Gutes kombiniert. Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig kombiniert ist, aber Arbeiter sind DHL, Amazon oder so die Arbeiter. Bundeswehr sind Soldaten. Feuerwehr ist Kameraden. Naja, ist halt jetzt nicht so gut kombiniert. Aber mit dem Werfer kann ich auch noch mal ein bisschen was kombinieren. Was ist das für ein HLF 206? HLF 206? Seit wann gibt es so ein Fahrzeug?
Verlasse Fahrzeug. Fahrzeug eher verlassen. So. Neuer Lehrgang steht für den nächsten Tag zur Verfügung. Ach, okay. Benutze Fahrzeugsitz. Was kann man daran benutzen? Man müsste wieder schreiben, steig in PKW. So rum eher. Ich habe aber auch wieder gut geparkt. Wieder mal. Oh. Oh. Und angekommen. Motor aus. Dann ja, aussteigen. Türe zu. Und ab in die Wohnung. Ins Bett. Na, zieh zu. Oder geht die selber zu? Nicht, dass sie dann Einbrecher reinkommen. Das wäre ein bisschen blöde. Freiwillige Feuerwehr. 24.09.2022, 9:58 Uhr. Ist der nächste Tag jetzt hier? Moin, du kannst deine Ausbildung nun fortsetzen. Komm vorbei, wenn du am nächsten Lehrgang teilnehmen möchtest. Ja. Da bin ich doch dabei. Hi. Ab wieder ins Gerätehaus. Den. Warum schon? Oh. Muss immer mal aufpassen, dass wir hier nicht das Auto rammen. Ist es Opel? Ja. Sieht ein bisschen aus wie ein Opel. Ja. Schade, dass es hier aber auch kein Schadensmodell gibt. Das wäre ein bisschen schade. An die Autos. Aber es wäre ein bisschen blöde. Aber eigentlich gibt das eigentlich auch keinen Sinn. Weil wenn wir dann mit dem HLF rammen oder mit dem TLF, hat er dann Schaden. Das wäre schon nett so gut. Ach man, ich wollte doch gerade. So ist doch gut. Bin ich vorne angeeckt? Nach geht. Obwohl im Einsatz muss es ja auch schnell gehen. So, ab ins
in den Schulungsraum. Moin. Hallo. Du kannst an einem neuen Lehrgang teilnehmen. Doch nicht, oder? Jetzt haben wir da was zur Auswahl. Taste 1, doch nicht, also nicht doch nicht. Maschinist, Pumpe und technische, Pumpe, Fahrzeug und so. Dann haben wir noch den Atemschutz-Übungslehrgang und die technische Hilfeleistung. Was kommt nach Truppenmann 1 und 2? Ich würde mal sagen Atemschutz. Oder fahren? Okay, wir fahren. Alles klar. Wir werden uns heute noch mal etwas genauer mit unseren Fahrzeugen beschäftigen. Anschließend wirst du dann auch eine Einweisungsfahrt auf einem unserer Fahrzeuge durchführen. Rainer wird dich dabei begleiten. Beginnen wir jedoch zunächst mit dem theoretischen Teil der wohl spannendsten Aufgabe als Fahrzeugführer, der Einsatzfahrt. Da im Ernstfall jede Sekunde zählt, ist es wichtig, den Einsatzort so schnell wie möglich zu erreichen. Ja. Dabei dürfen aber weder du und deine Kameraden noch das Einsatzfahrzeug oder gar andere Verkehrsteilnehmer zu Schaden kommen. Oh. Trotz unserer Aufgabe und der Größe unserer Einsatzfahrzeuge müssen auch wir uns an die Straßenverkehrsordnung halten. Lediglich im Ernstfall, wenn es dringend notwendig ist, dürfen wir von Sonderrechten Gebrauch machen. Diese erlauben es uns unter anderem, die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu überschreiten, sowie Vorfahrtsregeln und Ampeln zu missachten. Außerdem gelten zum Beispiel Überhol- und Durchfahrverbote für uns nicht. Wenn wir von diesen Sonderrechten Gebrauch machen, müssen Blaulicht und Einsatzhorn zwingend verwendet werden, um andere Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen und zu warnen. Rechtlich sind andere Verkehrsteilnehmer zwar verpflichtet, uns bei einer Alarmfahrt Platz zu machen und auszuweichen, darauf verlassen kann man sich jedoch nie. Gerade bei hohem Verkehrsaufkommen kommt es leider immer wieder vor, dass die Fahrbahn blockiert wird und keine Rettungsgasse gegeben ist. Achte als Fahrzeugführer daher immer auf deine Umgebung und folge trotz des Zeitdrucks immer dem Grundsatz Sicherheit vor Schnelligkeit. Sollte es dennoch zu einem Unfall mit einem Einsatzfahrzeug kommen, musst du unverzüglich anhalten, Hilfe leisten und die Polizei alarmieren. Es obliegt dann deinem Gruppenführer zu entscheiden, wie weiterverfahren wird. Machen wir mit den Aufgaben am Einsatzort weiter. Beim Eintreffen erfolgt die sogenannte Ordnung des Raumes durch den Gruppenführer. Dieser entscheidet anhand der Begebenheiten vor Ort, wo welches Fahrzeug abgestellt wird. Okay. Anschließend ist es die Aufgabe des Maschinisten, das abgestellte Fahrzeug im Straßenverkehr zu sichern. Dies erfolgt über die Lichtanlage und bedeutet im Klartext Blaulicht, Fahrlicht und Warnblinkanlage an. Während des Einsatzes kümmert sich der Maschinist um alles, was sein Fahrzeug direkt betrifft. Dies beinhaltet vor allem die Bedienung der eingebauten Aggregate, wie der Pumpe, aber auch bei der Entnahme von Geräten. Und beim Aufbau der Löschwasserversorgung packt der Maschinist mit an. Die Pumpe wird dir Rainer später im praktischen Teil im Detail zeigen. Zuvor müssen wir noch ein paar Fakten zu unseren Fahrzeugen durchgehen. Fangen wir mit dem HLF an. Unser HLF 20 verfügt über einen 600 Liter Wassertank. Und bietet genug Sitzplätze für eine ganze Gruppe. Bei voller Beladung wiegt es in etwa 16 Tonnen. Die Ausrüstung ist für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung gleichermaßen ausgelegt. Daher rückt es bei all unseren Einsätzen aus. Besonders zu erwähnen sind die verladenen schweren hydraulischen Geräte, sowie ein Schnellangriff und eine Schlauchhaspel mit Standrohr und Hydrantenschlüssel. Ein weiteres Fahrzeug unseres Fuhrparks ist das TLF 3000. Es hat eine Truppbesatzung und wiegt beladen in etwa 14 Tonnen. Der eingebaute Löschwassertank hat, wie der Name schon verrät, ein Fassungsvermögen von 3000 Litern. Zudem hat es viele technische Geräte und einen zusätzlichen Schnellangriff dabei. Da die Einsatzmöglichkeiten durch die kleine Besatzung beschränkt sind, rückt es meist als Unterstützung des HLF aus. So, ich denke, es wird Zeit, dass du auf dem Fahrersitz landest. Zieh dir deine Ausrüstung an
Und dann wird Rainer dich auf dem TLF einweisen. Okay. Moment mal. Das HLF 10 aus Basel hat auch 1000 Liter Wasser. Warum hat er 600 Liter Wasser? Das verstehe ich nicht. Selbst das HLF aus Barchel, das hat selbst 1000 Liter Wasser im Tank. Ah. So, dein normales Auto reicht dir nicht mehr. Jetzt willst du auch mal die großen Fahrzeuge fahren, hä? Das ist na richtig. Gut, dann setz dich schon mal auf den Fahrersitz. Oh ja, endlich fahren. Das ist mein Traum, deswegen bin ich auch gerne bei der das Feuerwehr. Das Grundprinzip bleibt das gleiche. Motor starten, Gas geben und Hindernissen auf dem Weg ausweichen. Aber ein Feuerwehrauto hat natürlich auch einige Sonderfunktionen. Die gehen wir jetzt gemeinsam durch. Starte mal den Motor. Über der Windschutzscheibe findest du die Knöpfe der Signalsteuerung. Mit denen kannst du verschiedene Beleuchtungs- und Warnsignale ein- und ausschalten. Unter anderem findest du hier einen Knopf für die Scheinwerfer und die Umgebungsbeleuchtung, um am Einsatzort für genug Licht zum Arbeiten zu sorgen. Und natürlich auch das, was auf keinem Feuerwehrauto fehlen darf. Knöpfe für das Blaulicht und das Martinshorn. Schalte doch mal das Blaulicht ein. Denk dran, dass der Motor dafür laufen muss. Perfekt. Dann wollen wir doch mal sehen, was du drauf hast. Heinz hatte Zweifel, dass du das Zeug für so große Fahrzeuge hast. Daher hat er mit einigen Leitkegeln einen kleinen Parcours hier auf dem Hof aufgebaut, durch den du fahren sollst, um zur Straße zu kommen. Ja. Versuch mal bis zur Ausfahrt zu kommen, ohne ein Hütchen zu streifen. Das Blaulicht kannst du wieder ausschalten. Ich habe mit Heinz gewettet, dass du beim Rausfahren nicht ein Hütchen triffst. Enttäusch mich nicht. Das kann ich nicht versprechen. Ja. Hallo? Was habe ich getan? Okay. Sieht das gut aus? Endlich fahren. Okay, vorsichtig. Oh, das hat auch ein E-Horn, jawohl. So, wie müssen wir das jetzt machen? Endlich! So, jetzt erstmal hier Kurve. Ich weiß nicht, ob das Zahlef aus Barfeld eigentlich auch noch ein zweites Horn hat, außer so ein Presto-Horn. Weil selbst das LF hat ein RT, unser LF hat ja ein RTK drin. Auch. Wird bestimmt diskutieren, wer gewonnen hat. Mal sehen, wie das ausgeht. Aber fürs erste Mal war das super. Damit können wir uns in den Straßenverkehr wagen. Ich habe im Navi einen Zielort eingegeben. Fahr uns mal dahin. Okay. Erstmal Wandle. Erstmal. Noch ein bisschen fahren da. Und jetzt erstmal keine Ambienzchen, nur mal ein bisschen mit Blaulicht fahren.
Aber ich weiß nicht, ob es dann in Wirklichkeit Ärger mit der Leitstelle gibt. Das ist das alte CLF 3000. Jemand hat bei mir mal gesagt, dass er in einem Video, dass es die neue CLF bekommen hat. Den kürzesten Weg zum Einsatzort. Da jede Minute im Einsatz zählt, dürfen wir uns auf keinen Fall verfahren und gehen daher auf Nummer sicher. Solltest du mal eine Abbiegung verpassen, keine Panik. Das Navi berechnet dann die Route neu. Ich frage mich, ob unser LF eigentlich auch ein Navi drin hat. Ich glaube nicht. Weil ich frage mich Während immer... wir unterwegs sind, kannst du dir ein paar Dinge zu Einsatzfahrten merken. Sicherheit hat oberste Priorität. Richtig. Wir können zwar Sonderrechte auf dem Weg zum Einsatz in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig unterliegen wir einer gesteigerten Sorgfaltspflicht. Wir gefährden niemals andere Verkehrsteilnehmer oder schädigen diese. Es ist keinem geholfen, wenn wir auf dem Weg zu einem Unfall einen neuen Unfall bauen. Gerade an unübersichtlichen Kreuzungen gilt daher auch mit Sonderrechten langsam und vorausschauend fahren. Ich glaube, das ist wieder so eine Richtung hier Richtung Berufsfeuerwehr. Ist hier irgendwo. Weil ich kenne das hier, da ist die. Ich kann am liebsten mal da hinten mal hinfahren. Vielleicht danach mal. Das steht da vielleicht dann danach mal. Unser alten Berufsfeuerwehr. Das war doch nicht schlecht für deine erste Fahrt. Oh. Wenn du ein Fahrzeug am Einsatzort abstellst, ist es deine Verantwortung als Maschinist, es durch die Lichtanlage gegen den Verkehr abzusichern. Drück hierzu einmal auf den Einsatzstellenmodus-Knopf. Als Maschinist bedienst du im Einsatz vor allem die Pumpe. Um dir zu zeigen, wie die funktioniert, bauen wir zuerst eine Wasserversorgung auf. Bei dieser Gelegenheit können wir auch gleich den Tank wieder auffüllen. Los geht's! Absitzen! Hier ist das Standrohr. Hier ist ein Hydrant. Ich weiß noch, bei meiner ersten Nübenfolge Ausbildung haben wir Schläuche ausgerollt. Das ging, glaube ich, ein bisschen schief. Aber jetzt viel gelernt beim Schlauch ausrollen. Hebe Sammelstück auf. So. Jetzt? Das. Okay, was jetzt hinlegen oder was? Abrollen. Ich weiß noch gestern, da haben wir bei der Jugendfeuerwehr
Verkehrsunfall geben. Also das war auch ein bisschen lustig. Unsere Pumpe ist eine Löschkreiselpumpe. Ah. Im Inneren befindet sich ein Rad, welches schnell rotiert und das Wasser mit Hilfe von Schaufeln in den Leitapparat schleudert. Die Rotationsgeschwindigkeit des Rads bestimmt so den Druck, mit dem das Wasser durch die Pumpe zu den Stahlrohren gefördert wird. Im Einsatz muss der Wasserdruck immer so hoch sein, dass genug Löschwasser am anderen Ende der Schlauchleitung ankommt. Sonst können deine Kameraden den Brand nicht löschen. Die Steuerung geht ganz einfach per Knopfdruck. Für dich sind erstmal drei Knöpfe an der Pumpe wichtig. Pumpe ein- bzw. ausschalten, Drehzahl erhöhen und Drehzahl absenken. Den aktuellen Druck kannst du über die Anzeige direkt daneben im Auge behalten. Daneben befindet sich außerdem die Anzeige für den Füllstand des Tanks. So, dann trau dich mal ran. Schalt die Pumpe ein und mach dich damit vertraut. Okay. Ziel ist es, den Tank wieder aufzufüllen. Denk dran, der Motor muss laufen, damit die Pumpe funktioniert. Und jetzt? Sieht eigentlich auch geil aus. Und jetzt? Hier gerade geschrieben. Ja. So, und jetzt? Monsieur, was jetzt? So. So, das muss erstmal genügen. Lass uns zusammenpacken und dann geht's zurück zur Wache. Gerätehaus. Oh. Ich dachte, jetzt backt das wieder rum. Ja, ich dachte, es backt rum, aber... Die dauert eigentlich auch wieder jetzt ein bisschen länger. Aber es macht ja nichts. Okay, jetzt erstmal die Geräte rein. Dann wollen wir mal. Das Navi hat die Adresse der Feuerwache eingespeichert. Damit solltest du uns ohne Probleme wieder nach Hause fahren können. So, jetzt. Ich will gerne mal da hinten hin. Da war nämlich immer so unser Gerätehaus. Oh, richtig. Da hinten hinfahren. Da war nämlich immer die Wache. Ah, hier.
Hier ist die eine Feuerwehr. Noch die andere. Und wer ist erstmal zur freiwilligen Feuerwehr wieder? Schön mal wieder mal das Video zu sehen. Vielleicht im nächsten Video können wir da mal wieder im Einsatz sein. Aber erstmal könnten wir hier erstmal unsere Ausbildung durchführen. Boah. Und Mensch überfahren. Fast. Ich freue mich gerade ein bisschen darauf, dass wir endlich. Eigentlich, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, mal den Maschinistenlehrgang mal zu machen. Ne? Ja, das war jetzt. Ja. Kommen wir zur letzten großen Hürde: rückwärts einparken. Aber das schaffst du schon. Oh. Ich bin jetzt zum ersten Mal in der Berufsfeuerwehr Mülheim. Ich bräuchte mal den. Damit sind wir durch. Du hast gut durchgehalten. Meld dich zum Abschluss wie immer im Schulungsraum. Du kannst dich schon mal umziehen und nach oben gehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bye. Ah, das war doch schön hier. Wieder mal. Endlich mal wieder mal fahren lernen. Fahren. So, wir melden uns ab und dann werde ich das Video beenden. Wie ich sehe, hat dich Heinz auch durch die Hütchen fahren lassen. Ja. Er schließt immer Wetten darüber ab. Dabei hat er es selbst noch nie ohne Fehler geschafft. Aber du hast dich gut geschlagen. Ich denke, wir können uns auf dich als Maschinist verlassen. Du wirst ab jetzt in der Lage sein, selbst mit dem Fahrzeug zum Einsatz zu fahren. Bitte beachte die Regeln zu den Sonderrechten. Und bleib auch dann immer wachsam. Es freut mich zu sehen, wie du dich reinhängst. Weiter so. Bis zum nächsten Lehrgang. Ja, bye. So, Leute. Ja, das war jetzt eigentlich ein schöner Tag. Wieder mal hier im Gerätehaus sein. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch macht. Daumen hoch überlässt und ja, Lehrgang haben wir eigentlich auch gut gemacht und ja, bis zum nächsten Video. Peace!